Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal ein kleiner Travelvlog, also ein kleiner Roomtour. Hier kommt man so rein. Wir sind ja auf dem Ground Floor, liebe ich auch für mich. Und man kommt hier so rein. Dann habe ich eine Garderobe, man sieht sehr viel Platz. Die Tapete macht mich ja schon fertig. Ich liebe sowas aber auch irgendwie. Ich finde so alte Sachen haben Trump. Anyway, sehr hohe Decke, was auch sehr nice ist. Dann haben wir dieses süße kleine Einzel-Doppelbett. Das ist ein Einzelbett, glaube ich, aber es ist halt... Also für mich ist das kein Einzelbett. Ich komme aus der UK, da wäre das ein Doppelbett. Aber... ja, also ein kleines Doppelbett. Wir haben hier ein wunderschönes Gemälde von Jesus und Mary. Wir haben sogar einen kleinen Schrank. Ich liebe es, dass der da so in die Wand reingebaut ist. Da müssen wir mal reingucken. Oh! Oh! Ich werde da jetzt nicht dran rumspielen, weil da tue ich mir nur mit meinen Nägeln weh. Anyway! Oh Gott! Der klingt so, als ob er auch eigentlich gar nicht geöffnet werden sollte. Hier haben wir so einen schönen Fernseher. Hier sieht man wieder mich und meine fertige Gestalt. Und ja, hier ist mein wunderschöner Ausblick. Das sich nur halb öffnen lässt, lieben wir auch. Yay! Oh. Hey. Aber ist doch schön. Und es ist so warm, Leute. Ich freue mich wie ein kleines Kind. So, hier seht ihr mich wieder in meinem Gesicht. Also, ich muss... Oh Gott, da klingen so... Da sind so komische Geräusche am Hals. Ich will es gar nicht wissen. Je weniger ich weiß, umso besser. Ich habe auch schon ein bisschen Panik direkt gehabt, ob dieses Bett Bettwanzen hat. Werde ich das heute noch durchsuchen? Wahrscheinlich. Da bin ich leider ein bisschen paranoid. Aber ich sehe mich eh meinen Koffer komplett in so eine Plastiktüte holen. Also füllen erstmal für 2 Tage, nachdem ich zwar wieder zu Hause bin, weil wirklich, da bin ich echt traumatisiert von. Ich hatte es noch nicht mal und ich will das auch gar nicht so immer so sagen, weil ich glaube, man zieht Sachen sonst auch an. Ich bin nämlich so, manchmal auch so ein kleines Spiritual Girly und in meinem Kopf ist halt okay, wenn man die ganze Zeit Angst vor was hat, dann zieht man es halt an. Deswegen will ich eigentlich keine Angst vor Bettwanzen haben, aber gleichzeitig bin ich so, okay, ich muss trotzdem checken. Anyway, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich jetzt schon komplett vom Thema abgekommen bin. Also ich reise alleine, aber das heißt ja nicht, dass ich die ganze Zeit alleine sein muss. Fragt man sich auch so, ja, aber mit wem chillst du? Mit irgendwelchen Fremden? Basically, ja. Mehr oder weniger. Wir werden gucken, wie es dann in Florenz und Genua aussieht. Da fahre ich nämlich auch noch hin. Aber in Rom kenne ich tatsächlich Leute, mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, ich habe halt so Connections in Rom und das ist alles ein bisschen witzig. Und ich habe halt einen guten Kumpel, der in Rom wohnt, beziehungsweise aus Rom ist. Der ist jetzt aber gerade nicht in Rom. Und ja, ich weiß, haben wir richtig dumm getimt. Das wäre eigentlich richtig nice gewesen. Aber der hat mir halt ein paar seiner Kontakte gegeben. Das heißt, vielleicht kann ich mich mit denen irgendwie treffen oder die können mir irgendwie Tipps geben. Ich hoffe ja ein bisschen, dass ich tatsächlich irgendwie auch noch ein paar Leute von ihm treffen kann, weil es gibt nichts Besseres, als Länder und Städte durch Einheimisch kennenzulernen. Und deswegen hoffe ich ein bisschen, dass die irgendwie vielleicht sagen, hey, wir können dir die Stadt zeigen. Weil sowas ist immer am besten, finde ich. Und es macht auch einfach Spaß. Und man lernt die Kultur halt auch kennen. Und das ist, glaube ich, auch so mein liebster Teil beim Reisen. Und ansonsten habe ich auch noch eine Bekannte, die gerade hier in Rom arbeitet. Und mit der wollte ich mich eventuell treffen. Bekannte, das klingt so richtig erwachsen. Also kurze Shoutout an die liebe Anna. Wir kennen uns durch Instagram, deswegen bin ich ja gerade so, okay, at what stage ist man da? Bekannte Instagram-Freundin so, ne? Und Anna, falls du das hier siehst, hi. Auf jeden Fall hatten wir, wenn wir uns vielleicht heute Abend sehen oder einen anderen Tag, während ich hier bin. Also ich bin halt nur bis Samstagnachmittag hier, also nicht so lange. Aber es ist ja trotzdem genug Zeit, hier ein bisschen was zu machen. Gerade denke ich mir so, oh, vielleicht hätte ich doch ein paar Tage mehr rummachen sollen, weil ich bin hier gerade in der Stadt angekommen und ich war so, oh, ich lieb's. Ich war bis jetzt nur einmal in Rom in meinem Leben. Und das war vor 2 Jahren und das war auch nur für so 24 Stunden. Das ist so, so toll und ich habe mich so in die Stadt verliebt und auch schon so richtig in die Kultur. Und ich bin ja eh so ein Mensch, der seit, also ich, Italien ist ja glaube ich das Land, wo ich nach Großbritannien am meisten Zeit verbracht habe in meinem Leben. Also Ausland, ne? Und ja, also ich würde, oh, ich lieb's, wirklich. Ich bin was, halbe Stunde hier und ich bin so, oh, kann ich einfach hier bleiben? Aber we're not gonna go there today. Über meinen Willen nach Italien zu ziehen, können wir wann anders reden. Da gibt's ja auch noch, da habe ich auch noch zig Storytimes, Leute. Aber that's all for another day. Ich hatte wirklich mal mehr vloggen sollen die letzten Jahre, weil es regt mich richtig ab, dass ich immer nur so einmal im Jahr gefühlt ein Video poste. Weil Leute, die Storytimes, die Sachen, die mir passieren und die Entscheidungen, die ich im Leben treffe. Also manchmal, es wäre so eine gute Reality-TV-Show gewesen. Anyway, ich arbeite ja jetzt dran. Genug Gelaber, ich mache mir jetzt fresh. Und dann gehe ich schnell zur Rezeption, um mir WLAN-Passwort zu holen. Und damit ich herausfiltern kann, was ich heute mache mit meinem Leben. Vielleicht gehe ich jetzt auch erstmal direkt zur Rezeption und frage nach dem WLAN-Passwort, actually. Ich glaube, das passt mir ein bisschen besser. Ich vergesse mal nur die Hand. Hallo Freunde, wie ihr seht, bin ich jetzt draußen. Ich vergesse mein Mikrofon einzuklicken, aber... ich bin im Raum. Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind. Ich bin so hyped. Bevor ihr fragt, ich habe mein Handy an alleine, sonst hätte ich das ja auch gar nicht draußen, weil wir sind hier in der Großstadt. Und man muss vorsichtig sein. Aber, oh mein Gott. Ich weiß immer noch nicht so, was ich mache heute. Also eigentlich weiß ich gar nicht, was ich mache. Ich habe jetzt einfach beschlossen, ich laufe jetzt erstmal ein bisschen rum und gucke. Und dann werde ich Anna mal schreiben, ob das heute was wird oder ob wir das morgen wieder sehen kriegen.
Und ja, irgendwann noch Abendessen. Oh mein Gott, ich hatte den einfach schönsten Abend. Und ich bin richtig... Wow. Erstmal, ich bin richtig kaputt. Eigentlich müsste ich schlafen gehen. Und jetzt habe ich mich schon hingesetzt und eigentlich gar keinen Bock mehr aufzustehen. Weil ich muss noch Zähne putzen und mich abschminken. Aber ich hatte so einen richtigen wholesome Abend slash so night. Ich wollte ja eigentlich gucken, ob ich mich mit ein paar der Leute irgendwie treffe, die ich hier kenne in Rom. Aber irgendwie haben die mir halt alle nicht geantwortet. Und dann war ich so, okay, ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich hatte halt kurz mit meiner Schwester telefoniert. Und meine Schwester war auch so, ja, weil du es unbedingt willst, wird es jetzt nicht klappen. Weil Sachen passieren immer am besten so zufällig. Und ich glaube aber auch, das ist so eine Lesson, dass ich meinen ersten Abend allein verbringen soll. Also ich glaube immer so ein Zeichen vom Universum. Ich hatte einfach den schönsten Abend. Ich bin erst mit so einem Line-Scooter, ich glaube fast eine Stunde hier rumgedüst. Ich muss dazu sagen, das war billiger als ich dachte. Irgendwie dachte ich, dass die viel, viel teurer werden, als es am Ende war. Also ich benutze die halt nie, weil London gibt es die ja auch. Aber ich habe mir die App halt erst gar nicht runtergeladen, weil ich so war, okay, so wie ich London kenne, ist das ultra teuer. Und mir macht sowas halt richtig Spaß, also Lime-Scooter oder auch Lime-Fahrräder. Aber in London muss man sparen, wo man kann. Aber ich habe das letzte Mal schon rumgemacht mit so einem Lime-Scooter und dann war ich so, okay, let's do it again. Aber letztes Mal wurde ich halt eingeladen von Freunden praktisch, die es halt übernommen haben. Deswegen hatte ich halt gar keine Ahnung, wie viel das kostet. Und es war voll okay. Also ich glaube, ich habe jetzt, Gott, waren es 16 Pfund oder 16 Euro für 45 Minuten oder so gezahlt. Was, also ich weiß nicht, ob ich einfach skat bin von London, aber ich fand das jetzt nicht viel. Klar, 16 Pfund Euro oder whatever, ist jetzt nicht wenig Geld so an sich, aber ich fand eigentlich, dass dafür war es mir das wert. Ich rede jetzt aber schon viel zu viel unnötig. Auf jeden Fall, ich bin einen richtig schönen Abend und bin mit diesem Scooter hier so rumgedüst und bin dann noch alleine essen gegangen, was ich voll krass fand, weil das, ich habe hier übrigens was an, man hat mir gerade so mein nacktes Bein gesehen, aber das ist, weil ich ein Kleid anhab. Also nothing scandalous. Aber wie ich sagen wollte, ich fand es richtig interessant, weil das für mich eine voll die Überwindung war, alleine hier essen zu gehen. Und das fand ich so interesting, weil ich eigentlich gar keine Hemmungen habe, Sachen alleine zu machen, weil ich das halt auch voll oft schon in London machen musste oder auch in Aberdeen damals und so. Und ich weiß, ich finde, wenn man halt auswandert, vor allem wenn man das halt alleine macht, man muss so viel machen oder alleine irgendwie ausfickeln, man hat einfach keine Hemmschwellen mehr irgendwann. Was irgendwo auch ganz nice ist, also man bekommt da echt viel Confidence. Aber ich finde es voll interessant, dass ich das auf einmal, dass ich dieses Essen gehen dann doch wieder so challenging fand, weil ich ja auch alleine ins Café und so gehe, aber okay, ist vielleicht noch ein anderer Vibe. Kam vielleicht auch noch dazu, mir ist es immer richtig unangenehm, wenn ich in einem anderen Land bin, das nicht englischsprachig ist, wenn ich dann die Sprache nicht kann. Ist richtig dumm, weil natürlich werde ich nicht alle Weltsprachen können. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich bin auch manchmal... Ich glaube, ich bin manchmal so hart damit, dass ich das schlimm finde, ein Tourist zu sein, was halt voll dumm ist, weil ein Tourist sein ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja eigentlich was total Schönes, weil eigentlich sagt man ja, hey, ich will meine freie Zeit nutzen, nicht nur um irgendwo hinzufahren, natürlich will ich in ein Hotel und mich entspannen, aber man fährt ja auch woanders hin und irgendwo setzt man sich ja an eine Kultur aus. Und wenn man dann halt auch Sachen dort macht, dann sagt man ja irgendwo auch, hey, ich will ja was sehen von dem Land, ich will ja was lernen über das Land. Und das ist ja eigentlich was total Schönes. Deswegen finde ich das so weird, dass es mir immer richtig unangenehm ist, ein Tourist zu sein, weil es ist halt ja nichts Schlimmes. Es ist ja eigentlich was total Schönes irgendwo. Also mal davon abgesehen, dass Tourismus heutzutage natürlich auch viele Seiten hat, die wirklich nicht gut sind. Aber das ist eine andere Story. Auf jeden Fall war ich dann aber alleine essen und es war richtig, richtig schön. Ich habe das hier wahrscheinlich schon eingeblendet. Ich hatte Cacio e Pepe Pasta und oh mein Gott, das ist einfach meine absolute Lieblingspasta. Oh Gott, ich glaube, ich hätte gerade was zwischen den Zähnen. Ignoriert das bitte, ich muss gleich Zähne putzen. Ist meine absolute, also, das heißt meine Lieblingspasta, aber eine meiner Lieblingspastern. Was sind da die Mahlzeiten? Pasta-Gerichte? Eines meiner liebsten Pasta-Gerichte. Und das bekommt man natürlich auch außerhalb von Italien. Aber ich finde einfach, das kickt nur richtig, wenn man sich das in Italien holt. Und deswegen esse ich es eigentlich auch nur in Italien. Und dann freue ich mich immer, wenn ich in Italien bin und dann Cacio e Pepe essen kann. So ja, läuft auf mir. Und dann habe ich auch einen Aperol getrunken und das war auch richtig nice. Und das war einfach so ein Vibe. Und dann saß ich da und habe die Leute beobachtet. Und es, ja, es war einfach so, so schön. Und dann bin ich danach noch ein bisschen in Rom rumgelaufen. Und es ist einfach so eine wundervolle Sommernacht. Also ich weiß, ich habe hier gerade wirklich mein bestes Leben gelebt. Es war so befreiend. Und ich weiß nicht, ich fand es richtig beflügelt und so voll mind-opening, so aktiv was alleine zu machen in einer fremden Stadt. Also es war jetzt wirklich, als ob ich so ein richtig langes Date mit mir selber gemacht habe. Und
das klingt irgendwie so weird, weil ich mache ja auch Sachen alleine in London. Also ich gehe ja richtig, zum Beispiel, ich gehe richtig oft richtig viel spazieren oder auch so exploren oder Kaffee trinken oder so. Aber ich habe A gemerkt, dass ich das dieses Jahr weniger mache als letztes Jahr. Und B, ich gehe halt viel so rum in Zentral-London, aber ich mache nicht aktiv so viele Sachen. Fällt mir gerade auf. Also, wisst ihr, ich setze mich da nicht mehr so aktiv hin und trinke Kaffee und sowas. Und ich glaube, das muss ich wieder mal machen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, so Premium-Zeit mit sich selber sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, deswegen bin ich auch so froh, dass ich auf diesem Trip bin. Und das ist auch so ein Teil, warum ich diesen Trip mache, weil ich das Gefühl habe, dass ich mehr Zeit wieder da rein investieren muss, so in mich selber. Aber, oh, das klingt so albig. Ich habe eigentlich bin ich so ein Mensch, wisst ihr, ich bin voll confident und würde auch sagen, so, ich kenne mich gut. Aber ich glaube, dass man sich auch immer wieder neu kennenlernen muss, weil man sich ja irgendwie auch stetig verändert. Und ich bin gerade wieder an so einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich muss mich wieder kennenlernen. Also ich muss gerade wieder so ein bisschen rausfinden, okay, welcher Mensch will ich jetzt eigentlich sein und was will ich eigentlich machen und was mag ich eigentlich, was macht mir Freude, was, ja, sind Dinge, die mich glücklich machen, wie kann ich mich selber glücklich machen, und das klingt so kitschig, aber ich finde, ja, man muss sich halt irgendwie immer mal wieder selber kennenlernen. Ich glaube auch nicht also krass an dieses, man muss sich selber finden. Ich mag diesen Ausdruck auch nicht, weil ich finde, wenn man sagt, ich muss mich selber finden, impliziert das ja immer, dass man sich verloren hat, und ich glaube, man kann sich bestimmt verlieren, aber für mich selber sehe ich da mehr so dieses, man muss sich selber immer wieder mal kennenlernen, weil manchmal das Leben so viel passiert, dass man sich irgendwie so verändert, dass man gar nicht damit so abcatchen kann. Und ich finde es irgendwie auch einen viel schöneren Gedanken zu sagen, so, hey, ich muss mich selber jetzt irgendwie wieder einfach kennenlernen. Ich muss mich nicht suchen. Ich bin ja hier, aber ich muss mir die Zeit nehmen, mich kennenzulernen, wie so eine andere Person praktisch. Und ja, es hat sich halt einfach so angefühlt wie so ein erstes Date mit mir selber heute. Und es war einfach richtig schön. Ich fühle mich wirklich auf so einem High. Also ja, ich denke mal, das ist euer Zeichen, euch selbst auf ein Date aufzunehmen. Keine Sorge, ihr müsst nicht so extrem sein, wie ich dann direkt nach Rom fliegen. Aber, you know, treat yourself like you want to be treated. Different. Ich weiß nicht, wie ihr das sehen könnt, aber meine Haut ist so krass. Oh Gott, ich will gar nicht so nah dran gehen. Ich glänze richtig, weil ich so sweaty. Also, ich bin nicht so sweaty, wie ich dachte, dass ich sein werde. Aber es ist halt echt ultra warm. Und ich finde, so, die Wärme in der Toskana ist natürlich auch nochmal ganz anders als zum Beispiel in London oder so. Und ich finde, es viel angenehmer einerseits, aber andererseits fühle ich mich auch viel mehr erschlagen. Ja, aber es ist richtig schön. Oh, ich höre jetzt schon auf zu reden. Ich könnte jetzt gerade stundenlang weiterreden. Ich liebe es, wie es so Tag 1 ist. Und ich glaube, dieser Vlog ist jetzt schon 20 Minuten oder so lang. In Rom, also naja, eigentlich den ersten vollen Tag in Italien. Ich bin hier genauso paranoid wie in London, dass mir mein Handy wegschnappt. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören, weil ich gerade keinen Bock hatte, mein Mikrofon wieder rauszuholen. Ihr seht, ich bin ein Profi am Werk. Warte, ich stelle mich hier mal bei so einem Rennen. Das hier. Ja, ich will jetzt ins Kolosseum und ich habe noch ein paar andere Ideen, die ich heute machen will, aber wir werden sehen, was passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe ein paar Recommendations bekommen, die ich vielleicht abklappere, aber vielleicht gehe ich auch einfach rum. Aber oh mein Gott, ich bin so in love. Jetzt steht erstmal Kolosseum an und dann gucken wir, was passiert. Ich liebe Rom, es ist so schön. Aber was ich an Rom halt auch liebe, ist es einfach nur lauter alte Gebäude und lauter Baustellen. Und ich liebe das auch, wie die ganze Zeit Sachen von den Römern wieder ausgraben. Wartet, mir ist gerade aufgefallen. Ich sollte das mal anders halten, weil sonst hört ihr mich die ganze Zeit atmen und das ist nicht so geil. Also, Update, ich war nicht im Kolosseum. Ich bin angekommen, habe die Schlange innen drinnen gesehen und die Menschenmasse draußen und ich dachte mir einfach nur, nee, nee, einfach nein. So sehr will ich dann doch nicht ins Kolosseum. Ich hätte wirklich morgen gehen sollen, das habe ich mir schon gedacht, aber ich glaube, so ein Teil von mir wollte auch einfach nicht richtig gehen. Und ja, wenn ich richtig Bock habe, kann ich immer noch morgen früh gehen. Ja,
Man sieht das richtig Bock. Hier hinter mir ist auch wieder so Rom Zeug. Ich sollte wirklich mal googeln, was das alles ist. Also, ich weiß irgendwas von Römern, aber hinter euch Wort. Jetzt laufe ich erstmal zur Fontana di Trevi. Gott, meine Namen kann ich ihr. Und ja, ich bin richtig hyped. Ich liebe das, in so Städten rumzulaufen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall jetzt einmal zur Fontana di Trevi gehen. Und dann hat mir ein Kumpel einen Sandwich-Shop empfohlen, beziehungsweise so eine Straße mit so Sandwich-Läden und so. Und da werde ich erstmal hingehen. Aber ja, anyway, da werde ich jetzt hinlaufen, mich da ein bisschen umschauen. Dann wahrscheinlich nach Hause duschen und mich frisch machen, weil ich dann noch Pläne für Nachmittagabend habe, so wie es aussieht. So, you know, gotta level up for that. Also, was heißt level up for that? Ich muss einfach duschen, weil ich mich innerhalb von diesen 24 Stunden einfach schon hardcore durchgeschwitzt habe, weil römische Hitze. Aber man sagt es so, ich finde es eigentlich richtig, richtig angenehm. Also, ich bin ein bisschen in love. 20 Minuten bin ich dann mit angestanden, nur um vom Verkäufer gemobbt zu werden, weil ich kein Fleisch esse. Und ich liebe es ein bisschen. Okay. Ich hoffe, dass das Sandwich gut ist, bis ich dafür 20 Minuten angestanden habe. Einfach winken oder Hallo sagen. Hi! Yay! Wunderbar! Hallo Freunde und guten Morgen. Ich sitze gerade beim Frühstück, ich will kurz gucken, dass man keine anderen Leute sieht. Und ich habe jetzt noch 40 Minuten, da muss ich jetzt im Hotel was checken. Und, oh Gott, ich glaube, ich habe mich überwachsen. Mein Schminke nicht verwischt, naja. Und ich war gestern Abend richtig lange aus. Ich habe mich erst mit der Anna getroffen und ihren Freundinnen. Das ist so richtig schön. Es hat so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich noch mit Bekannten aus Rom getroffen. Das war auch richtig, richtig toll. Und die haben mir dann auch so eine kleine Tour bei der Nacht gegeben. Und das war der Hammer. Aber Leute, ich habe halt 3 Stunden geschlafen. Ich bin so müde und ich muss gleich noch gucken, wann ich jetzt nach Florenz fahre. Das habe ich noch nicht gebucht. Ich weiß auch noch nicht so, ob ich jetzt noch hier in Rom chillen will. Aber es ist halt so, ich kann halt nicht mehr so viel machen. Ne? Weil ich meinen Koffer halt mitschleppen muss. Deswegen schaue ich mal, vielleicht setze ich mir irgendwo hin und trinke Espresso und dann... Ja, guck mal. Hallo Freunde. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Ich bin schon ein bisschen verschwitzt, weil ich bin hier gerade rumgelaufen und es ist warm. Ich bin immer noch in Rom, by the way. Ach, guck mal, wie schön. Warte, kann ich das sehen? Ja. Anyway. Hallo Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt ordentlich hören. Ich weiß nicht, wie das in anderen Videos war. Und ich weiß nicht, ob ihr die Ansagen im Hintergrund hört. Aber ich bin jetzt am Bahnhof, denn ich fahre jetzt nach Florenz. Oh, meine Güte, hatte schon wieder den größten Fail. Also, ich hatte das heute Morgen so geplant, dass ich gar nicht mehr so lange in Rom bleibe, weil ich so war, oh, ich weiß nicht, ob ich meine Sachen im Hotel lassen kann. Und dann konnte ich meine Sachen doch im Hotel lassen, war so, okay, guck mal nach Zügen, aber dann war der Beste immer noch 11.11 Uhr, dann war ich so, ja, okay, fair. Genau, weil ich hatte das Ticket dann nicht gleich gekauft. Und dann bin ich so zurück zum Hotel, habe meine Sachen geholt und habe mir dann da ein Ticket gebucht. Aber weil ich wusste, dass der Zug um 11.11 Uhr war und da war schon 10:45 Uhr, war ich so, okay, ich muss es schnell machen. Habe dann nicht mehr richtig gelesen und habe einfach von der falschen Station gebucht. Yay, I love that, weil ich habe mich so hin und her zwischen Apps gewechselt auch, weil der auf der App, wo ich eigentlich buchen wollte, halt nicht mehr war auf dem mit dem Preis. Und dann habe ich ihn woanders gebucht, falsche Station eingegeben und jetzt erstmal 25 Euro in Sand gesetzt. Es war dann halt schon, ich habe es erst um 5.11 Uhr gemerkt und ich hätte es in 15 Minuten halt nicht mehr zu der anderen Station geschafft. Und ich war richtig so nice, weil ich wollte halt das Ticket nehmen, weil das hätte zwar 3 Stunden gedauert, der Zug, aber er war halt nur 25 Euro. Und jetzt durfte ich nochmal 45 Euro zahlen für den richtigen Zug. Also Leute, merkt euch das. Manchmal lohnt es sich nicht geizig zu sein, weil manchmal sorgt das dafür, dass man noch mehr Geld verliert. Aber ist okay. Ist okay. Shit happens. I'll survive. Ist halt nur ärgerlich, aber naja. Es ist halt, ja, einfach richtig witzig, weil das jetzt das zweite Mal ist, dass ich einen Zugfail hatte. Weil zum Beispiel, als ich hergekommen bin, hatte ich mir auch gedacht, oh, ich buche das Zugticket mal vor vom Flughafen.
zu Roma Termini, habe das aber falsch gebucht, dass es halt kein Flex-Ticket war. Und dann hatte mein Flugzeug 2 Stunden Verspätung und dann, ja, hatte sich das damit auch erledigt, wo ich so war, nice, love that for me. Was auch so witzig ist, weil ich das nie mache, genau aus diesen Gründen, aber diesmal war ich so, nein, ich will vorbereitet sein, ja, so viel dazu. Und ich merke halt, ich muss mal gucken, ob mein Zug noch hier abfährt. Nicht, dass sie das Gleis jetzt gewechselt haben. Boah, das ist jetzt so, wo ich jetzt so bin, ey, wenn die, stellt mal vor, Leute, ich verpasse jetzt diesen Zug oder so. Das wäre es ja jetzt. Let's don't jinx it. Oh Gott. Ja. Also Leute, ich bin jetzt angekommen. Ich habe jetzt schon meine Nacht meinen Pyjama angezogen. Ich bin irgendwie todmüde, ich werde das mal nappen. Aber guckt euch mal bitte an, wie cute dieser Raum ist. Also ich habe mich gerade schon ein bisschen breit gemacht, aber das ist das Badezimmer. Das habe ich sehr schön gemacht, weil ich mal weit lands her. Und das ist das Zimmer. Ach ja, ich bin übrigens in einem Kloster, deswegen auch Jesus. Aber richtig cute. Aber es fängt schon direkt gut an. Die hat einfach meine Also erstmal konnte die nur Französisch und Italienisch, was ja voll okay ist, weil sehr gebrochen Englisch, was ja absolut legitim ist. Wir sind in Italien. Aber es ist so witzig, weil, also es ist witzig, aber sie hat meine Reservierung einfach nicht gefunden. Und ich bin so, was ist das denn, dass ich laute Züge auf diesem Trip verkacke und irgendwie bis jetzt jeder, wo ich was gebucht habe, einfach die Reservierung nicht findet. Das ist nämlich im Hotel auch passiert und ich bin so, Leute, also, weißt du, wenn das halt einmal passiert, denkt man sich so, okay, waren die vielleicht, jetzt bin ich schon so, ist das ein Me-Problem? Aber ich habe ja die Booking-Bestätigung, ne? Aber ja, anyway, ich habe einen Raum. Ich bin jetzt auch happy im Zimmer zu haben, dass ich mich jetzt mal hinlege. Und dann werde ich Florenz erkunden. Ich bin eben schon praktisch durchs Zentrum gelaufen vom Bahnhof hierher. Und ich war richtig so, ich habe vergessen, wie schön Florenz ist. Ich war einmal vor 7 Jahren eine Woche in Florenz mit der Schule und habe die Stadt richtig geliebt und fand es richtig, richtig toll. Aber danach war ich dann irgendwie so, ja, wollte ich immer hin. Und dann irgendwann hatte ich so einen Punkt, wo ich so, ja, vielleicht ist Florenz einfach overrated die letzten 2 Jahre. Und eigentlich hatte ich auch erst gar keinen Bock jetzt hier hin, weil auch alles so teuer war. Und dann habe ich das hier gefunden. Kleiner Tipp. Kloster, es gibt hier so Kloster, die Zimmer vermieten. Und das ist so bei, also vor allem, wenn ihr es halt spontan bucht, wesentlich billiger als im Hotel. So ein kleiner Klippermande hier. Und das habe ich halt gemacht, weil ich dann doch irgendwie nach Florenz wollte und durch einen Zufall, durch eine Freundin diesen Tipp bekommen habe. Und dann war ich so, vielleicht ist das ein Zeichen, vielleicht soll ich doch nach Florenz. Und jetzt bin ich richtig happy, dass ich hier bin. Und es ist irgendwie auch viel entspannter direkt. Also es ist super voll, aber letztes Mal war es auch super voll. Aber irgendwie fand ich es gleich viel entspannter als Rom. Irgendwie ist der Vibe noch entspannter, weil ich liebe Rom. Aber Rom ist halt, dadurch, dass es auch so hügelig ist, irgendwie hat es gleich einen chaotischeren Vibe. Und es ist noch schwerer, irgendwie einen Überblick zu behalten. Und Florenz habe ich das Gefühl, so ein bisschen mehr. Also ich finde es einfach, mich zu orientieren. Ich glaube, das ist das, deswegen es für mich irgendwie ein bisschen entspannter scheint. Aber anyway, ich gehe jetzt erstmal nappen. Und nach dem Nappen habe ich dann beschlossen, nicht mehr weiter zu vloggen. Deswegen genießt einfach diese kleine Videomontage von schönen Orten und Momenten in Italien ohne jeglichen Kontext. Und ja, vielleicht habt ihr dann genauso Italienfern, wie ich jetzt beim Schneiden dieses Vlogs bekommen habe.